Hey Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt bei Part 5 von Let's Play The Whispered World. Wir haben am Ende vom letzten Part hier mit Spots Hilfe diese Schüssel von diesem Totem hier abgebrochen. Gucken wir mal den Totem nochmal an. Och, nicht so langsam, Sedgwick. Geht ja schon gut los. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Alles klar. Was sagst du denn zu dem Teil hier? Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Vielleicht müssen wir ja das hier irgendwie opfern. Baum. Baum? Kann ich jetzt mit Hilfe von der Schüssel das Harz abmachen? Okay, du sagst nix. Oh, Schüssel mit Harz. Ganz schön harzig. Okay. Okay. Mir ist jetzt nicht klar, was ich mit dem Harz machen soll, aber ich gehe jetzt mal zu den Ruinen. Kann ich dem die Zunge festkleben? Ist das vielleicht möglich? Oder kann ich die Schrift abkupfern? Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Eher unwahrscheinlich, dass ich mit dem Busch... Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum, aber ich habe scheinbar nichts, was mir hilft, hier durchzukommen. Ja, das ist sehr komisch, weil ich dachte eigentlich, dass der Spaten uns hier helfen könnte. Nochmal, ich versuche mal nochmal das hier zu lesen auf der Zunge. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht, in Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Mir fällt gerade ein, ich könnte ja Spot nochmal in den Kugelspot verwandeln und versuchen hier mit der Zunge... Spot kann nicht lesen und er ist auch sonst nicht der Hellste. Statue? Was immer das darstellen soll, es ist keine Raupe. Moos? Guck mal, Spot, leckeres Moos. Er hat wohl gerade keinen Hunger. Ah, okay, wenn ich ihn aber wieder in den Normalspot verwandle? Guck mal, Spot, leckeres Moos. Er hat wohl gerade keinen Hunger. Nee, der bleibt dabei. Ja, kann ich so gemein sein und kann Spot hier drüber werfen? Hey Spot, kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du überhaupt? Also er kann's nicht, verflixt. Verflixt, Leute, ja, mir gehen jetzt die Ideen aus. Irgendwas mit dem Harz muss ich machen. Muss ich das Harz auf das Moos kleben? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Tja, Statue? Diese Statue steht hier wahrscheinlich unberührt und das soll auch so bleiben. Die Zunge? Diese Statue unberührt und das soll auch... Nein. Kann ich den Harz mit Spot kombinieren? Ich will dir nicht schon wieder die Bauchdecke entharzen müssen. Möp. Ja, gut. Was kann ich denn mit euch beiden eigentlich tun? Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Tja, und mir bleibt verschlossen, Leute, was wir jetzt hier tun müssen. Denn ehrlich gesagt, ich will nicht schon wieder in der Lösung nachgucken müssen. Aber im Augenblick... Ist es mir noch nicht ersichtlich. Der Kompass ist auch schön gemacht übrigens. Da war nichts mehr. Da war aber auch nichts mehr. Außer die Pilze vielleicht. Kann ich mit dem Harz und den Pilzen irgendwas tun? War denn einer von die da?
Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Ich will nicht, dass alle meine Sachen nach Stinksporen riechen. Das kann man ja verstehen. Spot, kannst du was machen mit den Pilzen? Spot ist gut im Pilze suchen. Dummerweise frisst er sie immer alle selbst auf. Kann ich mit dem Harz und dem Spinnennetz, also ich meine, das Spinnennetz klebt zwar an sich schon, aber... Das Netz ist klebrig genug. Das siehst du genauso, ja. Ja, Leute, nein, ich weiß es leider nicht. Ich werde mal offscreen ein bisschen suchen, Leute. Und dann schalte ich euch zu, sobald ich wieder etwas entdeckt habe. Bis gleich. Hey Leute, schaut mal, wir konnten das Gebiss von Opa nehmen und jetzt haben wir hier ein Taschentuch. Aber kann ich das nicht auch nehmen? Okay, damit hätte ich doch was, womit ich etwas entmosen kann. Halt, Moment. Angucken. Okay, mehr sagt er nicht. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Kann ich das hier mit dem Harz kombinieren? Igitt, nein. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Okay, jetzt wartet mal. Ich versuche mal. Ich gucke mal, ob ich... Komme ich da eigentlich auch raus? Nein, da komme ich nicht raus. Ob ich mit dem Taschentuch jetzt das Moos abmachen kann. Vielleicht muss ich das Moos dann mit dem Harz vermischen. Vielleicht muss ich hier irgendeinen super spannenden Trank machen. Ich versuche das mal. Moos. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, ein Symbol, eine... Hier war tatsächlich eine Vertiefung direkt neben einem königlichen Wappen? Das scheint mir eine Art Mechanismus zu sein. Ich sollte Bobby davon erzählen. Ich bin mir sicher, dass er das übersehen hat. Sorry, Leute, ich habe was weggeklickt. Nochmal. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Das ist das Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Okay. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Und wir sollen Bobby fragen. Okay, dann fragen wir mal Bobby. Das Wappen des Königs von Corona, nehme ich mal an. Guter Bobby. Brechen. Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Sag mal, wegen dieser Scharen haben wir schon... Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein. Aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Ja, super. Du machst gar nichts. Das ist noch viel schlimmer. Dann komm halt mit. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Genau. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja,
Schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut, ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Okay, natürlich müssen wir den angucken. Was soll an diesem Ding denn bitte so besonders sein? Na ja, er glüht und dampft. Okay. Ja, der wird ja dann wohl bei den Ruinen hier passen, oder? Nein, in das Loch mit dem Flüsterstein. Hoffentlich ist das kein Fehler. Ha, wusste ich doch. Er passt. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Nein! Aus! Nicht Spot! Spot! Was? Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Oje, oje. Was? Was war das? Okay. Ja gut, ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt da durch können, oder? Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Ja gut, dann reden wir jetzt einfach nochmal mit dem Bobby. Ufer, Bobby. Oh! Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askel haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. Oje, nee, es ist nicht deine Schuld. Du hast den Flüsterstein gerettet. Naja, eigentlich hat Spot ihn gerettet. Okay, was ist denn das? Ah, ein Messer. Oh oh, die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Okay, ein Messer, aha. Okay, sonst doch Bomben. Oh oh, die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, bei Bomben. Können wir auch mitnehmen. Okay. Das war's jetzt aber. Hier gucken wir natürlich alles an, das Messer. Oh oh, die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Hm. Und die Bomben, sagt er wahrscheinlich das Gleiche. Ich muss verrückt sein, dass ich die mit mir rumschleppe. Ja, nein. Okay. Okay, aber wo sind die hergekommen? Aus dem See? Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Hm, okay. Hinten qualmt's sogar. Schaut mal. Insel. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Ja. Vielleicht ist das eine Insel der Askil. Wer weiß das schon? Oh, okay. Ah, kann ich mit den Bomben... Ja, oder vielleicht mit dem Messer was gegen den Busch ausrichten? Ich würde als erstes mal, bevor ich zu drastischen Mitteln greife, mit dem Messer arbeiten. Zwar keine Heckenschere, wie gefordert, aber naja, vielleicht geht's. Na, dann mal los. Ah. Aha. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Okay, los geht's, Shana. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Okay. Oh, Steinbrüder. Ja. Zack. Baum. Okay, schauen wir mal die Steinbrüder an. Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben.
Okay. Okay. Und hier scheint ein Wasserfall zu sein. Ja gut, gehen wir mal runter. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep, Halbbrüder. Wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Okay, die sind ja recht cool, die zwei. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Bingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt nie wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Okay. Die Welt unterjochen, das klingt nach einer Schnapsidee. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Okay. Wie wollt ihr die Welt regieren? Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Okay. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen, es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut, dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn, Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein Vogel. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich dachte, Shana wäre ein Orakel. Shana klingt schon mehr nach einem mystischen Schlangenwesen, finde ich. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Da sage ich jetzt mal 9. 9 klingt irgendwie nach der passenderen Zahl als 11.
9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ich würde sagen, in der Höhle. Vielleicht ist Kalida die Spinne. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Okay. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein. Den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Okay. Bis später. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Das ist gut zu wissen. Das waren Ingo und Ralf. Merkwürdig geschrieben. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Tür nochmal an. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Das ist ja eine Zaubertür. Machen wir sie mal auf. Nee, ist es nicht. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Okay, dann reden wir mal mit euch noch mal kurz drüber. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Okay, bis später. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Okay, Leute, aber wie wir jetzt dann zu Shana gelangen und ob es wirklich durch diese Tür geht, das erfahren wir dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play The Whispered World. Könnte jetzt gehen, Leute, weil uns dieser Pfeil angezeigt wird. Vielleicht haben wir irgendwas freigeschaltet. Wer weiß. Also, Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.